Waren Sie schon mal Maria oder Josef, vielleicht in einem Krippenspiel? Die Rollen von Maria und Josef in Krippenspielen gelten als Hauptrollen. Doch wenn es dann losgeht, dann müssen sich die beiden fragen, wie macht man das eigentlich, ein Paar spielen? Man ist ja schließlich wer, man soll die heilige Familie spielen. Die heilige Familie galt lange Zeit gleichsam als Vorbild für bürgerliche Familien. Da musste dann alles wohlgeordnet sein, Vater, Mutter, Kind, alles in guten Verhältnissen. Hier in der St. Nikolaikirche haben wir ein uraltes Altarbild. Es zeigt die Weihnachtsgeschichte. Links die Verkündigung des Engels an Maria, du wirst einen Sohn gebären. Und in der Mitte die glückliche Mutter. Maria auf dem Bett hat ihr Kind entbunden, es ist gewickelt. Jubelnd hält Maria das Kind empor. Und Josef unterm Bett guckt zu, ein wenig abseits. Er freut sich, dass Mutter und Kind wohlauf sind. Heilige Familie, heile Familie. Schön, wo die Welt in Ordnung ist. Doch hundertprozentig geordnet waren die Verhältnisse damals gar nicht in Bethlehem. Maria war unehelich schwanger. Josef, ein verunsicherter Verlobter, zwar mit eindrucksvollem langem Stammbaum, aber auch mancher Skandalgeschichte da drin. Gut bürgerliche Normalität sieht irgendwie anders aus. Doch mir wächst diese heilige Familie ans Herz. Macht denn nur das Blut den Vater, fragt Lessing in Nathan der Weise. Vater sein, Mutter sein, Familie sein ist auch und vielleicht vor allem, dass Menschen finden, was sie leben lässt. Und dass Menschen finden, worauf es wirklich ankommt. Niemand soll daran zerbrechen, dass er oder sie die angeblichen Idealbilder einer ach so heilen, heiligen Familie nicht erfüllen kann. Gott wird Mensch. Gott ist an meiner Seite. Ob Single oder Familie klassisch oder ganz anders. Gott ist ein treuer Wegbegleiter und lässt die nicht allein, die auf ihn trauen. In diesem Sinne, frohe, gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr, voller Vertrauen auf den Gott an ihrer Seite.